Wie soll das denn bloß gehen? Das ist aber auch ein Gepuzzel hier. Ich glaube, da muss ich Dani mal fragen. Du Dani, irgendwie kriege ich das nicht hin. Na, das Puzzeln kriegen die Frauen wohl besser hin. Gut, ich helfe dir mal. Tja, das ist Ende November. Unsere Beete, die sind soweit abgeräumt. Der ganze Kram ist hinten auf dem Kompost gelandet. Wir haben es immer einfach nur raufgeschmissen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns um den Kompost auch kümmern. Das heißt, wir wollen ihn umsetzen. Wir wollen ihn an eine andere Stelle bringen. Wir sind mit der Stelle, wo der jetzt ist, nicht mehr so ganz zufrieden. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie ihr seht, sieht das hier ziemlich wüst aus. Wir haben von den Beeten das alles einfach nur noch raufgefeuert, jetzt gerade im Herbst. Wir haben uns nicht mehr darum gekümmert, das zu zerkleinern oder was auch immer. Einfach nur rauf und fertig. Ist ja nicht so gut, das matscht nur, das gibt keine richtige Rotte. Und wir wollen außerdem den Kompost hier, die kompletten, das sind 4 Holzmieten, komplett auf die andere Seite packen, weil wir mit dieser Ecke nicht mehr so ganz zufrieden sind. Und während Dani das andere Ding noch zusammenklödert, fange ich hier schon mal an, den Kompost leer zu machen. Für die untere Schicht in der Kompostmiete, die Dani gerade zusammenklödert, da brauchen wir erstmal grobes Material. Und das kommt da jetzt rein. Mal gucken, ob Dani fertig geworden ist. Na, bist du fertig oder was? Ja, gerade fertig. Geil. Das ist nämlich mit dem Grund, warum wir die Kompostmieten jetzt hier hinbauen. Wir haben hier so einen kleinen Versatz. Da kommen wir wunderbar mit der Schubkarre her und können hier das 1A rüberkippen. Noch ein bisschen verteilen. So. So, die erste Schicht ist drin. Jetzt haben wir hier im unteren Bereich das grobe Material. Und jetzt hole ich nochmal aus dem anderen Komposthaufen schon verrotteten Kompost, damit das alles mal ein bisschen wieder aktiviert wird. In dieser Miete hier, da ist Kompost drin, der ist jetzt ein Jahr alt. Wir haben zwar auch noch viele grobe Teile hier zwischen, die verrotten jetzt aber auch schon, die sind schon wirklich sowas von brüchig. Das schaufel ich jetzt hier raus und das kommt dann auf die andere Miete rauf. So, jetzt kommt wieder eine Schicht grobes Material, danach wieder was von dem halbreifen Kompost und so geht das dann immer weiter, bis der Kübel voll ist.
So, dieser Kübel, der ist jetzt so ziemlich voll, das reicht mir auch für heute. Was haben wir hier gemacht? Wir haben mehrere Schichten aufgeschichtet. Das heißt, wir haben erst grobes Material, feines Material, grobes Material, feines Material, bis der Kübel voll ist, haben wir hier aufgeschichtet. Was soll der ganze Quatsch? Das ist so, die Mikroorganismen, die hier den Kompost oder die Pflanzenreste zersetzen sollen, die brauchen sowohl Sauerstoff als auch Feuchtigkeit. Sauerstoff kriegen sie dadurch, dass da grobes Material drin ist, überall kleine Zwischenräume und die Feuchtigkeit, na gut, jetzt im Herbst haben wir sowieso genug Feuchtigkeit, ist überhaupt kein Problem. Eigentlich soll das auch alle 3 Monate passieren, kriegen wir immer nicht hin, weil wir haben so viele andere Sachen im Garten zu tun, als also passiert das bei uns einmal im Jahr. Das darf jetzt erstmal wieder stehen bleiben, bis zum nächsten Jahr, bis das weiter verrottet und so weiter. Das wird jetzt auch zusammensacken, das heißt, es wird hier wahrscheinlich nachher im halben Jahr nur noch die Hälfte übrig bleiben von dem, was hier drin ist, aber es soll so sein. Und der halbfertige Kompost hier drin ist für uns oder dient im Grunde als Kompoststarter. Da brauchen wir nichts von außen holen, das kriegen wir mit einem halbfertigen Kompost hin. Da sind genug Mikroorganismen drin, die loslegen können und das frische Material zersetzen können. Tja, was bedeutet Kompost eigentlich? Also Kompost, das kommt von dem Wort Composite, also ich glaube vom Lateinischen oder was, von Composite, was so viel bedeutet wie das Zusammengestellte, Zusammengesetzte, also Komposition eben. Ja, was ist denn das, eine Komposition? Ist eigentlich ganz klar, eine gute Komposition, die hörst du auf dem Sender und auf dem anderen Radiosender immer gleichzeitig und immer wieder alle 10 Minuten das gleiche Lied. Eine schlechte Komposition, die legst du auf, wenn du deine Partygäste loswerden willst. Also, was haben wir hier? Hier haben wir eine gute Komposition, das heißt schöne schwarze Komposterde. Was haben wir da? Das ist das, was die Partygäste vertreibt. Das heißt, da müssen wir dran arbeiten. Das ist guter Kompost. So sieht das aus. Wie kriegen wir also eine gute Komposition hin, sprich einen guten Kompost? Was da nicht drauf gehört, sind definitiv Essensreste, Plastik, weiß der Himmel was. Also Essensreste, Fleisch ist noch die absolute Katastrophe, weil Fleisch sorgt dafür, dass Ratten angezogen werden. Die wollen wir ja nicht haben. Also das Kotelett besser im Bauch lassen, als auf den Kompost klatschen. Was für ein Kompost auch blöd ist, ist sowas hier. Das sollte man ordentlich zerkleinern, damit das überhaupt zersetzt werden kann, sonst dauert das Jahre. Das heißt, diesen ganzen Quatsch hier, den müssen wir noch ordentlich zerkleinern, zermürben, damit das auch möglichst schnell zerrottet. Ja gut, wir haben genug Kübel, da kann das auch seine Zeit dauern. Aber gut, die machen wir noch ein bisschen kleiner. Das wird die Tage auch passieren, dass wir hier diesen ganzen Grobschnitt deutlich kleiner machen, damit das auch schneller zersetzt wird. Worauf wir aber viel mehr achten, wir haben hier im Garten sehr viel Ackerwinde und Ackerschachtelhalm. Da passen wir wirklich auf, dass das bei uns echt, also auch nicht das kleinste Zippelchen davon im Kompost landet. Weil, wenn wir hier Ackerschachtelhalm drin hätten, dann würden wir das hier nicht hinkriegen. Das wäre schon komplett wieder überwachsen. Also da reichen die kleinsten Zippel zum Vermehren. Das wollen wir nicht. Dann hätten wir hier keinen Kompost, sondern eine Ackerschachtelhalmwiese. Klar, kann man auch nutzen, aber wollen wir nicht im Kompost haben. Das ist mit der Ackerwinde genau dasselbe. Wenn wir das Zeug erstmal hier drin haben, das wären wir hier nicht mehr los. Das heißt, das müssen wir durchsieben ohne Ende, wollen wir nicht. Ackerschachtelhalm lassen wir entweder in der Sonne vertrocknen, genauso wie die Wurzeln von der Ackerwinde, lassen wir entweder vertrocknen oder wir schmeißen den Eimer rein mit Wasser, dass das vergären kann und dann ist das auch okay, dann kann das auch hier rauf, der Rest. Tja, und wenn wir alles richtig gemacht haben und wirklich die richtige Komposition gefunden haben, das heißt die richtige Zusammenstellung, dann ist hier auch richtig Musik drin. Dann passiert hier drin auch was. Und zwar werden hier anfangen, die Mikroorganismen und Würmer und Asseln, die werden zusehen, dass hier alles zersetzt wird, weil die leben wiederum davon, die beziehen ihre Energie daraus. Das heißt, gerade die Bakterien, die ziehen sehr viel Energie, das heißt, sie brauchen Sauerstoff und Feuchtigkeit, um zu leben und das, was im Kompost selber drin ist, um zu überleben. Das heißt, der Kompost selber ist das, was die fressen. Dadurch wird Energie umgesetzt und dadurch entsteht auch im Kompost eine gewisse Wärme, die in Spitzenzeiten sogar bis zu 75 Grad betragen kann. Jetzt im Winter wird hier nicht viel passieren, aber im Frühjahr, Sommer, wenn die Temperaturen steigen, dann ist da richtig Feuer drin.
dann kann man hier ein Thermometer reinhalten. Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, mal gemacht. Da hatten wir um die 65 oder knapp 70 Grad im Kompost drin. Ist schon gewaltig. Das ist wie so eine Heizung. Das sind Bakterien, die arbeiten, Mikroorganismen, die da richtig in Gange sind. Und die sorgen dafür, dass die Pflanzenreste zersetzt werden. Aus den Pflanzenresten wird Erde und dann geht der ganze Kreislauf von vorne los. Tja, aber warum muss man so einen Kompost immer wieder umsetzen? Man sagt ja so, ungefähr so alle 3 Monate soll man den Kompost einmal umsetzen. Das will ich mal mit einem Beispiel erklären. Und zwar, nun stellt euch mal vor, eine überfüllte Disco. In der Disco ist die Musik voll laut, Attacke, da können alle tanzen und wilde Sau spielen und so weiter und so fort. Das ist das, was hier in der Mitte ist. Da sind die Organismen voll in Gange. Die anderen Gäste, die stehen draußen, die sind hier am Rand. Irgendwann sind drinnen die Gäste aber auch müde und bringen auch die Wärme nicht mehr. Also schmeißen wir die raus und holen die, die draußen stehen, die holen wir dann rein und die können dann für neue Wärme sorgen. Jetzt haben alle ihren Spaß gehabt und das ist im Grunde nichts anderes, als dass wir einmal den Kompost umsetzen. Tja, so langsam wird es dunkel. Jetzt will ich gleich nochmal gucken, ob Dawny ihr Pusse fertig hat. Und ich habe noch eine Überraschung für sie parat, das werden wir gleich sehen. An dieser Stelle, da sollen noch ein paar mehr Komposthaufen hin. Das heißt, die wir hinten abbauen, die bauen wir hier hin. Dann haben wir das gleichzeitig einmal neu durchgemischt und dann haben wir wieder schöne Komposterde für nächstes Jahr. Aber wie gesagt, jetzt kriegt Dani noch ihre Überraschung. Aber da arbeite ich noch dran. Ja, ich glaube, das ist fertig. Dani, ich habe ein neues Lied komponiert. Willst du mal hören? Oh, ich glaube, ich muss noch lernen, vom Blatt zu spielen.